Ich bin die Christine Wiedmoser. Ich habe vor ein paar Jahren meine Leidenschaft für das Verarbeiten von Schafwolle entdeckt und habe durch einen Spinnkurs mein Spektrum erweitern wollen, wie man die Schafwolle veredeln kann durch Spinnen. Ich bin die Ursula Flieri und bin zum Spinnen durch eine Freundin gekommen. Und das hat mir sofort gefallen und dann habe ich mir gleich ein Spinnrad zugelegt. Das Schöne am Spinnen ist, dass es so entspannend ist. Also man wird ruhig, wenn man auf Draht ist und kann dann meine Gedanken schweifen lassen. Früher war in jedem Haushalt, meistens auf die Bauernhöfe, waren Spinnräder. Jeder hat das beherrscht. Und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir das wieder unter die Leute bringen. Wir selber haben es auch über einen Kurs gelernt und wir möchten es jetzt auch gerne, dass wenn jemand Interesse hat, das Spinnen so wie wir zu lernen, das dann bei Kursen vermitteln. Wenn die Schafe geschert werden, dann wird die Wolle zuerst gewaschen, getrocknet, in feine Stücke gerissen und dann wird sie mit der Kartiermaschine kartiert oder getatscht, wie man früher gesagt hat. Und da entsteht dann so ein Wollvlies und dieses Wollvlies kann man dann nehmen zum Spinnen. Jedes Spinnen läuft in zwei Phasen ab. Also zuerst wird der erste Faden versponnen, in der zweiten Phase wird dann die Wolle verzwirnt. Also damit sie haltbar wird und stabil wird, muss man zwei Fäden miteinander verzwirnen. Dann, das wird nass gemacht, also das wird heiß gemacht und dann, wenn die Wolle dann wieder getrocknet ist, wird sie auf Knäuel gewickelt und dann ist sie fertig zum Verarbeiten.